Spontan besuchten wir die Kindertagesstätte Märchenland der Volkssolidarität Pößneck e.V., da wir eigentlich einen Termin mit dem fast 3 Monate alten Paul hatten. Aber einmal hier fragten wir bei Frau Lange, der Leiterin vom Märchenland, nach, was ihren Kindergarten so ausmacht und ihre Konzeption ist. Also wir sind hier ein ländlicher Kindergarten, wollen deren Charakter auch beibehalten und aufgrund vieler Nachfragen und Anfragen auf einen Kindergartenplatz in letzter Zeit haben wir uns entschlossen, nochmal Kapazität zu erhöhen, und zwar von 55 auf 65 Kinder. Und ja, unsere Konzeption ist halt der lebensbezogene Ansatz, sodass die Kinder zu selbstständigen, selbstbewussten kleinen Persönlichkeiten gebildet und erzogen werden. Und natürlich das Bewegungskonzept. Wir haben uns vorgenommen, bewegungsfreundliche Kindertagesstätte zu werden, wobei wir auf einem ganz guten Weg sind. Die Kindertagesstätte möchte ja mehr Kinder aufnehmen. Gibt es dazu schon Maßnahmen oder Pläne für Umbauten? Wie bereits erwähnt, wollen wir unsere Kapazität ja erweitern von 55 auf 65 Kinder. Das macht natürlich einen Umbau notwendig, sodass wir im oberen Bereich der Einrichtung die Kapazität, also die Platzkapazität erweitern, das heißt die pädagogische Nutzfläche erweitern. Und dazu bauen wir natürlich ein Kinderrestaurant mit Küche, wo die Kinder selber kochen können, backen können. Wir werden dort oben eine Lern- und Kreativwerkstatt einrichten, wobei wir ja auch im unteren Bereich in unserer Einrichtung einen Bewegungsraum haben. Und auch eine Kinderbibliothek, die die Kinder nutzen können. Ja, und so wird umgestaltet, dass im unteren Bereich nur der basale Bereich untergebracht wird. Das heißt, die Kinder von 1 bis 3. Und im oberen Bereich werden die Kinder von 3 bis zum Schuleintritt dann betreut. Wir wollten wissen, was eigentlich das Besondere an Ihrem Kindergarten ist. Das Besondere in unserem Kindergarten sehe ich, dass wir, wie gesagt, ein ländlicher Bereich sind, diesen Charakter auch behalten. Und wir haben hier ganz in der Nähe den Streichelzoo, der von uns natürlich auch genutzt wird. Wir erwarten fast jedes Jahr ein junges Eselchen, wobei die Kinder den Namen geben können, sodass wir dann einen kleinen Namenstag feiern. Die Kinder können jeden Tag hingehen zum Füttern, zum Beobachten der Tiere. Und der kann natürlich auch von anderen im Dorf und in der Umgebung genutzt werden. Nun zu unserem eigentlichen Termin mit Paul. Paul ist ein kleines Eselsfohlen, das am 6. Mai 2020 in Neuenhofen geboren wurde. Seine Eltern, Petro und Emma, leben auch mit ihm im Streichelzoo der Volkssolidarität Dohennest in Neuenhofen. Sein Tierpfleger Dirk kümmert sich dort täglich darum, dass es ihm gut geht. Zusammen mit vielen anderen Tieren kann man die kleine Eselsfamilie jederzeit besuchen.